Zur besseren Luftableitung werden Luftzicken in die Bleche geformt. Um solche Luftzicken manuell zu formen, müssen zuerst die Schlitze mit einer Trennscheibe in das Blech geschnitten werden. Als Führungsschiene dient ein Stahllineal. Eine 22 mm breite Rundzickenrolle und eine Formrolle dienen dazu, die Sicke zu formen. Das Blech wird zwischen die Rollen gespannt. Die untere Rolle grenzt auf der Innenseite an die vorgetrennte Sickenöffnung. Nun wird das Blech vorwärts durch die Sickenrollen geführt. Am Ende werden die Rollen noch einmal etwas nachgespannt und das Blech noch einmal rückwärts durch die Rollen geführt. Dadurch ist die Luftsicke erhaben geformt. Mit einem Stempel wird die Sicke noch etwas in Form getrieben. Als Unterlage dienen zwei in Abstand eingespannte L-Profile. Mit einem flachen Amboss und einem Treiblöffel wird die Sicke noch etwas in Form gebracht. Zum Abschluss wird die Sicke noch auf einem runden T-Amboss geklettet. Damit erhält die Luftsicke ihre finale Form.